Also diese endlose Nicht-Einführung ist eigentlich für Anfänger und Fortgeschrittene. Ja? Weil es gibt hier kein Ich bin damit fertig. Ne? Ihr habt das, glaube ich, ja, letztes Mal oder vorletztes. Kristalline Intelligenz und fluide Intelligenz. Und die fluide Intelligenz wird anscheinend an Schulen wenig beigebracht. Die ist nicht so bekannt, aber das ist das, was wir in Qigong, in Yoga, im Tai Chi und im stillen Sitzen praktizieren. Diese fluide Intelligenz. Der Weg ist das Ziel, deutet ja schon darauf hin, dass man nicht irgendwas fertig hat, sondern man ist bei sich beim stillen Sitzen oder bei Bewegungskünsten. Das ist also eine andere Art von Lernen, auch eine andere Art der Denkweise. Komplexe Zusammenhänge in diesem Moment erkennen. Wir wollen aber heute eigentlich, ich suche mal raus, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, das war eine Zeit lang ziemlich modern, keep calm and carry on, yeah. Warum habe ich den rausgesucht? Weil das war, glaube ich, im ersten Teil des Zweiten Weltkriegs von der britischen Regierung rausgegeben. Ist nicht so häufig zum Einsatz gekommen, glaube ich. Aber in Kriegssituationen, zur Volksstimmung. Keep calm and carry on. Ja? Bewahre Ruhe und mach weiter. Das ist ziemlich interessant, ne? Weil das war dann 2000 und noch was, haben sie das wiedergefunden in so einem Laden in England und haben dann hat sich das weltweit verbreitet. Solche Poster aufzuhängen, da war kein Krieg. Jedenfalls nicht flächendeckend. Weil wir anscheinend im Alltag, in unserem Arbeitsalltag, anscheinend in diesem kurzfristigen Überlebensmodus sind. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und das stille Sitzen führt in Richtung Weisheit, trainiert Weisheit, fluides Denken. Und das geht nur mit Gelassenheit. Also man muss dann raus aus diesem Überlebensmodus. Und das Tolle an dem Plakat ist, man muss das auch, wenn man eigentlich in diesem Verteidigungsangriffserstarren-Modus ist. Man muss da raus. Man kann da drin nicht die ganze Zeit bleiben. Ne? Wenn um einen herum die Bomben fallen, dafür war das vorgesehen, ne? Dann muss man trotzdem wieder zurückkommen zur inneren Ruhe. Ja, weil das dieser Kampf, Angriff, Verteidigung und Erstarren-Modus ist nichts, auch nicht in der Natur, auf Dauer angelegtes. Ja, kann er nicht verdauen und so weiter. Der ganze Metabolismus wird umgestellt für kurzzeitiges Überleben. Und das, was wir kultiviert haben als Gesamtgesellschaft,
ist andauernd im Wettbewerb zu sein. Kurzzeitige Antworten auf langfristige Probleme und so. Ja? Und das ist an allen Ecken und Enden zu erkennen, dass jetzt quasi der Status quo, wie etwas gemacht wird, sich lange, lange überlebt hat und eigentlich durch was anderes ersetzt werden müsste. Angefangen von Gropius war das. Ne? Mr. Gropius, aber ich glaube nicht ganz 100 Jahre, 1940, 30 irgendwie, also noch vor den 50ern, hat er gesagt, so wie wir bauen, ist totaler Schwachsinn. Ne? Wir können keine Autos so produzieren. Und der Bau auch nicht. Also das wird immer noch so gemacht. Also es hängt in den Startlöchern, dass wir diese vorfabrizierten Gebäude, wirklich ganze Gebäude, mit dem Tieflader anbringen, in höherer Qualität, als sie jetzt vor Ort gebaut werden, in viel schnellerer Zeit, viel kostengünstiger. Und das wäre die Antwort eben auf die Wohnungsmisere, ja, dass preisgünstiger, ausreichender Wohnungsraum zur Verfügung steht, aber ist nicht. Ja. Und das gibt es in vielen Bereichen, ne, Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, das hängt alles. Aus diesem Kurzfristigen. Wie kommen wir in dieses Ruhigsein überhaupt rein? Wenn man sehr aufgewühlt ist, geht ja hier jetzt noch um Kriegssituationen, dann kann man das mit Gewalt runterbringen. Aber nur selten, manchmal. Und wenn man nur diese Variante kennt, jemand anders mit einer Backpfeife zurückbringen aus der Hysterie, oder sich selber, ne, wie die dann gesagt haben, britischer Stoismus, Stoizität, ist sogar auch falsch verstanden, soweit ich das weiß, das wäre ein anderes Thema, aber zumindest geht das nicht mit die Zähne zusammenbeißen und durch. Auch das geht nicht auf Dauer. Ich muss einen Weg finden, wie ich im Hier und Jetzt, obwohl alles drunter und drüber geht, in mir zufrieden zu Hause bin. Machen wir jetzt mit dem stillen Sitzen. Wir sitzen mal für, weiß ich nicht, 5 Minuten rum. Lassen den Geist und den Körper von selber zur Ruhe kommen. Es ist gut, zuerst die Aufmerksamkeit auf den Körper zu richten. Ja, ist ein Trick. Ist ein Trick, weil man dann automatisch erstmal auf etwas fokussiert, was nicht vor sich hin quatscht eigentlich. Ja? Und der muss auch in Ruhe sein, entspannt. Ja? So gut es geht. Deswegen Körperscannen von den Zehenspitzen zur Fußsohle, zum Fußgelenk, zur Wade, zum Knie, Oberschenkel, der gesamte Beckenbereich, Bauch, unterer Rücken, mittlerer Rücken, Zwerchfell. Kann ich frei atmen? Langsam ausatmen. Wenn ich mich beruhigen will, wenn ich müde bin, länger einatmen, die Luft anhalten und schneller, also kürzer, wieder ausatmen, wenn ich müde bin. Wir wollten callen werden, also länger ausatmen.
Schultern locker, Ellenbogen hängen, Handgelenke locker, Finger locker. Ja. Der Hals, ist der locker? Hinter den Ohren, Schläfen, Augenbrauen, Nase und Wangen und wie geht es euren Augen? Sind die locker? Kann da ein Lächeln entstehen? Normalerweise reicht das, dass auch der Geist erstmal zufrieden zur Ruhe gekommen ist. Ansonsten richtet man die Aufmerksamkeit darauf, jetzt zu sein. Wenn Gedanken von eben gerade oder von allem, was davor in deinem ganzen Leben war, irgendwann in dem Abschnitt auftauchen, sich bewusst zu machen, das ist jetzt in diesem Moment nicht wichtig. Irgendwas wichtig ist, ich kann das nach dem Sitzen wieder aufnehmen. Jetzt in diesem Moment muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. In die Zukunft. Ich könnte vergessen, was ich noch alles mache. Nein. Das, was kommt, damit beschäftigen wir uns dann nach diesem stillen Sitzen. In diesem Moment ist das, was nachher kommt, auch nicht wichtig. Und dann bleibt nur der Körper, wie er da atmet. Zufrieden sein, also Frieden schließen mit sich, mit dem, was dich umgibt in diesem Moment. Freundlich, aufmerksam und gelassen. Und das, was dann trotzdem noch auftaucht an Hindernissen zu dieser Zufriedenheit. Das ist enorm wichtig, wenn das öfter auftaucht, sich außerhalb des stillen Sitzens mit dem RAIN-Prinzip mal damit zu beschäftigen. Das sind noch drei Atemzüge. Und dann langsam wieder die Augen öffnen. Dieses Keep Calm and Carry On deutet auch darauf hin, dass dieses stille Sitzen nicht getrennt ist von dem, wie man am Tag über handelt und denkt. Eigentlich sogar in der Nacht. Deswegen haben sowohl Qigong, Tai Chi, Peking Form, als auch Yoga die Bedeutung, ein Weltbild zu verändern. Also ich gehe nicht zum Yoga, Qigong,
oder Tai Chi, sondern ich lebe das. Also den Weg zum inneren Lächeln für uns, aber auch eben lernen, was dem im Wege steht, Yoga, Körper und Geist. Und Geist heißt nicht ein Bier trinken oder ein Wein, ne? Nicht Spiritus in der Flasche, sondern das ist ein ganzes Gebäude von Philosophiegrundsätzen. Und man kann sich auch nicht damit rausreden, dass das irgendwie von damals ist. Weil es kommt dir wieder auf den Tisch mit Neurowissenschaften und dem, was zurzeit daraus entsteht. Psychologie, Sozialpsychologie, Chronobiologie und hast du nicht gesehen. Müssen alle zusammenkommen, um dieses Phänomen Mensch beschreiben zu können. Ja? Weil Geist und Physiologie nicht trennbar sind. Ja? Also Stimmungen sind chemische Geschichten, sind die Bakterien in deinem Darm zum Beispiel. Hm? Also die Zusammensetzung. So dass dann sogar das Essen wichtig wird, was Einfluss auf deine Stimmung hat, was Einfluss auf die Entwicklung bestimmter Krankheiten hat. Hm? Also es lässt sich nicht trennen. Und dann sind wir bei dem, wie ich zumindest an das herangehe. Hm? Ich greife und habe in meinem Leben schon viel gegriffen aus dem vedischen Bereich. Ich habe buddhistische Schriften, die Urschriften gelesen, weil es die gibt es zum Glück in Deutsch. Das hat eine längere Tradition. Wir haben zwei Theravada-Mönche, die schon vor über 100 Jahren nach Sri Lanka ausgewandert sind und sehr viel geschrieben haben. Deswegen gibt es viel übersetzt, also die gesamte Sutta Pitaka, es liegt vor, mehrfach im Internet sogar. Und dem, was eben langsam rauskommt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, in den Neurowissenschaften, jetzt kommt erst noch der Daoismus, also das, was man greifen kann aus dem Daoismus, das ist nicht viel. Es sei denn, ihr könnt Chinesisch, ansonsten kaut ihr andauernd nur wieder, was es tausendfach sowieso schon gibt. Ja. Ich meine, die Lao Tse und das Zhuang Zi zu lesen, ist ja schön und das, was es sonst noch gibt. Das Problem ist eben nur die Sprache, die ist multifach deutbar. Ne? Und wenn man eine eigene Meditationspraxis hat, dann gibt es eine andere Färbung und ein anderes Verständnis. Also da gibt es leider noch nicht so viel. Langsam wird es übersetzt. Man kann sich das auch aus dem Chinesischen übersetzen lassen, ja, im Internet. Dann kommt man da langsam hin. Aber es ist, also gerade Daoismus ist für Europäer ziemlich schwer, wirklich zu fassen, schriftlich, ja, dass man da Informationen überhaupt kriegt. Ansonsten ist das die Spielwiese für alle Leute, die schon alles wissen. Was ich so nicht mitmache. Also es ist nicht getrennt. Es ist ein Prozess, den wir einüben. Und die Vermittlung von dem Prozess, alles, was in die Popularisierung geht, so dass ihr Spaß dran haben könntet, ich kenne da noch nichts, was nicht abdriftet von dem, wo es hin soll. Das beste Beispiel ist wirklich Bier-Yoga, Ganja-Yoga, Wein-Yoga. Das ist klar, wenn ich dann diese physischen Bewegungen mache und die Leute möchten mehr Action und so und Wein trinken, so, oh, dann ist das auch Yoga. Ich verstehe die Entwicklung, Überlebensmodus. Ich muss mal einen Yogakurs verkaufen. Ich kann das so nicht. Dann verliere ich meine eigene Authentizität. Ich weiß, dass schon die physischen Bewegungen im Grunde genommen schon die äußerste Grenze sind von dem, was man als Yoga beschreiben kann. Wenn ich nicht meditiere zum Beispiel, dann ist das quasi für mich schon lange kein Yoga mehr.
Weil das Hauptaugenmerk, die Hauptzeit ist das stille Sitzen. Und dann kommt mit dem, was ich darin lerne, ne, über die eigenen Hindernisse, gesteigerte Aufmerksamkeit und Wissen über die Körperfunktion, dann kann ich langsam Asanas machen mit diesem Wissen. Dann wird es Yoga. Dann wird es eine Harmonisierung von Körper und Geist. Und wenn ich damit Geld verdienen muss, dann driftet das komplett in so eine Marketinggeschichte ab, die nichts mehr damit zu tun hat, worum es geht. Das mache ich nicht. Wir sind auf dem Weg zum inneren Lächeln. Und so merkwürdig das klingt, ne, der Affengeist sucht kurzweilige Unterhaltung. Wir machen langweilige Unterhaltung. Langeweile. Eine lange Weile, ja, ist positiv für uns. Genug für heute. Ist so. Wir können nicht den Weg des absoluten Bespaßens gehen. Ich versuche das ein wenig, aber ich bleibe lieber auf dem Weg. In diesem Sinne, habt einen schönen Samstag. Nächste Woche streame ich auch wieder, aber unangekündigt.